Hallo, hier ist Swan von der 3D-Scanning-Firma HoloCreators. Heute bin ich in der Schweiz bei dem Betrieb Werkzeugbau Müller. Die waren so lieb und haben mir die Möglichkeit gegeben, ihren 3D-Scanner auszuprobieren. Und das ist der ARTEC Space Spider. Das ist ein handgeführter 3D-Scanner, der entwickelt wurde, um Objekte zwischen 5 und 30 cm einzuscannen. Und das Ganze mit einer Genauigkeit, gut, es kommt so ein bisschen darauf an, wer scannt und wie das Objekt beschaffen ist. Aber man kann sagen, zwischen 0,1 mm und 0,05 mm. Damit wir das mit dem Preis gleich aus der Welt schaffen, das Gerät kostet ca. 20.000 Euro Listenpreis. Aber da kann man mit ein bisschen verhandeln sicher noch was machen. Ja, schauen wir uns das Gerät mal ein bisschen im Detail an. Ich finde, es sieht so ein bisschen aus wie ein Bügeleisen, ist relativ leicht. Hier auf der Vorderseite sind die ganzen Optiken, mit denen man dann den 3D-Scan erstellt. Das ist vielleicht auch so ein bisschen, weil die aussehen wie Spinnenaugen, daher vielleicht ARTEC Space Spider, könnte man denken. Wir haben hier im Zentrum haben wir die Farbkamera und außenrum sind Leuchtdioden mit Weißlicht. Und wenn wir nachher scannen, werdet ihr sehen, dass damit wird halt das Objekt beleuchtet während des Scans. Aber es ist nur für die Farben. Und das ist, glaube ich, auch eine tolle Eigenheit von dem Scanner. Also der nimmt halt nicht nur die Geometrie auf, sondern man hat auch noch die Farbinformation. Dann haben wir hier auf der von mir aus linken Seite den Projektor für das blaue Streifenlicht. Und dann haben wir diese drei, das sind die Kameras, die dann das Streifenlicht, das reflektiert wird vom Objekt, wieder aufnehmen und daraus das 3D-Modell berechnen. Hinten dran am Scanner haben wir einmal den Knopf. Hier, wenn man nach vorne drückt, dann geht der Scan los. Um wieder aufzuhören, zieht man einfach nach hinten. Und dann haben wir hier noch zwei Kabel. Das ist zum einen das Datenkabel und das Stromkabel. Der Scanner muss während des Scans mit dem Netz verbunden sein, also mit dem Stromnetz. Das heißt, das führt direkt in die Steckdose. Und das Datenkabel muss während des ganzen Scans mit einem Laptop verbunden sein. Und zwar einem Laptop, der ziemlich viel Power hat, also Power im Sinne von Rechenleistung. Denn das ist schon ziemlich hohe Anforderungen an die Grafikkarte während des Scans. Wenn ich jetzt also den Scan beginne, dann ist hoffentlich der Scanner eingeschaltet, der Laptop auch. Und jetzt würde ich das Objekt, nehmen wir mal diesen Ring hier, dazu später noch mehr, den würden wir jetzt platzieren und dann würde ich mich um den Ring bewegen und parallel würde in Realtime der Ring im PC rekonstruiert werden. Der Abstand zum Objekt, ca. 20 cm. Ich habe aber auf der linken Seite von der Software, habe ich hier, wird mir angezeigt, wie weit ich mich befinde. Und wenn diese Kurve in der Mitte ist, dann ist das der Sweet Spot und dann gelingt der Scan optimal. Die Software, mit der wir das machen, heißt ARTEC Studio und sie ist essentiell, um in Symbiose mit dem Scanner zusammen den 3D-Scan zu erstellen. Der Scanner hat ein Messfeld von 10 cm. Also es ist ein 10 cm breiter Streifen, den ich scannen kann. Wenn das Teil jetzt größer ist als 10 cm, dann muss ich mich natürlich um das Teil bewegen, um es im Ganzen zu erfassen. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich eingangs gesagt habe, dass man mit diesem Scanner eher Teile zwischen 5 und 30 cm scannt. Denn wenn ich jetzt 10 cm von dem Teil gescannt habe und mich nach links bewege, dann nimmt er den Ausgangsscan als Referenz und hangelt sich dann sozusagen um das Objekt, immer auf dem Original, also auf dem ursprünglichen Scan aufbauend. Ihr könnt euch vorstellen, wenn das Objekt ziemlich groß wird, dann addiert sich da ein gewisser Messfehler. Und da hatten wir mal ein Projekt, da haben wir einen Motorradtank vermessen. In dem Fall war der 60 cm lang. Und wir haben halt an der einen Seite angefangen, stand auf so einem Tisch, haben da halt rumgescannt. Und als wir einmal außen rum waren, hat halt der Scan nicht mehr zusammengepasst, weil sich halt dieser Messfehler addiert hat. Jetzt nochmal zu den klaren Vorteilen von diesem 3D-Scanner. Der ARTEC Space Spider ist ziemlich leicht und sehr mobil. Also man kann hier noch eine Powerbank dazu bestellen, die kostet dann zwar nochmal 600 Euro, aber dann spart man sich den Anschluss ans Stromnetz. Außerdem kann man ihn wirklich also zum Kunden bringen, auspacken, rausholen und innerhalb von 2 Minuten Aufwärmzeit kann man direkt anfangen
zu scannen und das Teil zu digitalisieren. Also im Profibereich ist das auf jeden Fall ein super Einstiegsscanner und ich finde, er hat ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich möchte nochmal auf die Genauigkeit von dem Scanner zurückkommen. Eingangs sagte ich ja 0,1 mm bis 0,05 mm. Wie prüft man so etwas nach? Und da ist der René Müller von Werkzeugbau Müller auf die tolle Idee gekommen. Wir nehmen so einen Einstellring. Und diesen Einstellring, da weiß man, dass der Innendurchmesser 90 mm ist. Und wenn man dann, also man benutzt sie eigentlich, um solche Mikrometer, sagen wir mal, zu eichen, indem man dieses Mikrometer nimmt und dann tut man das hier rein. Und das ist dafür da, um den Innendurchmesser zu bestimmen. Und wenn das Mikrometer dann keine genauen 90 mm anzeigt, dann weiß man, okay, das Mikrometer muss ich wohl neu einstellen. Wir haben jetzt also, und das werdet ihr gleich auch noch mal im Video sehen, wir haben diesen Ring, diesen Einstellring 3D gescannt. Und dann haben wir ihn im Computer vermessen. Und dann sollte ja eigentlich auch der 3D-Scanner hoffentlich ein 3D-Modell erstellen, wo dann der Innendurchmesser genau 90 mm ist. Und da haben wir einen Report erstellt, der da die gegebenenfalls die Abweichung zeigt. Und den werde ich auf jeden Fall auch noch im Anhang an dieses Video beifügen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr euch noch weiter vielleicht zum Thema auch Streifenlichtscanning informieren wollt, ich habe da mal ein Video gemacht. Das geht ein bisschen um einen anderen Scanner, aber beschreibt doch das Prinzip hinter dem Streifenlichtscanning ziemlich genau. Das werde ich hier noch verlinken. Würde mich freuen, wenn ihr euch das anschaut, wenn es euch interessiert. Ansonsten sage ich einfach vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schöne Grüße aus der Schweiz. Heute ist auch mein Geburtstag, also wirklich ein schöner Tag. Draußen Kaiserwetter, obwohl wir hier unten im Keller sind. Aber bis bald. Tschüss.